Also erstmal würde ich es nicht Wissenschaftsstück nennen, sondern es ist so eine Begegnung zwischen Kunst und Wissenschaft. Aber das ist natürlich auch eine Frage, warum macht man das für Kinder? Da gibt es ein paar Überschneidungen halt. Das Max-Planck-Institut hier lädt auch immer wieder Kinder ein, hat Kinder zu Besuch, Kindergruppen, die sich ja durch die Räume führen, um sie einfach mit ja, den Geist des Forschens und was ist es, Wissenschaft zu betreiben, Fragen zu stellen und so. Und letztlich ist das ja genau, was uns als Theatermacher auch umtreibt. Also die fragen hier sozusagen in der Zelle nach dem Sinn und der Beschaffenheit des Lebens und wir fragen das ja in den Beziehungen zwischen den Menschen oder in unseren Beziehungen zu den Objekten, mit denen wir arbeiten. Insofern treffen sich da doch zwei Sachen, die eine Menge miteinander gemeinsam haben.